ich habe da so also ein paar Dinge aus diesem Vortrag mitgenommen oder mitgehört, die mich natürlich interessieren jetzt oder die mich stutzig gemacht haben oder ein bisschen schmunzeln lassen, also Müdigkeit als Antriebsfehler für Kreativität oder der Kater. Also beim Kater kann ich noch mitreden. Da geht es, glaube ich, einigen so. Und das andere war, weil wir uns vorher unterhalten haben, das war, glaube ich, die Chaostheorie, dass du nicht so ganz aufgeräumt durchs Leben läufst und dich den Dingen widmest. Ja, also genau, bei der Müdigkeit, glaube ich, geht es darum, dass einem halt immer Fehler passieren, vor allen Dingen, wenn man müde ist. Also so geht mir natürlich immer so. Und viele meiner Arbeiten leben ja von Fehlerhaftigkeiten oder diesem verschobenen Blick, die andere Wahrnehmung oder so. Also desto genau ausgeschlafener und gerade vom Jogging gekommen, gerade so Traubenzucker gegessen, dann bin ich halt so ganz toll im so kommunizieren und Verträge machen und irgendwie so Businesswoman Sarah sein, aber um so irgendwie so eine schräge, komische, absurde, irgendwie so total viel zu so gespinderte Idee zu haben, dafür ist Müdigkeit manchmal ganz gut. Aber es gibt auch nur so einen ganz kurzen, es gibt ein Müdigkeitsfenster, wo es funktioniert und davor und danach funktioniert es nicht mehr. Wie gehst du überhaupt an die Projekte ran, wenn Kunden an dich herantreten und sagen, ich habe hier die Aufgabe, hier ist das Briefing, am besten noch mit einem fertigen Moodboard und so soll es ausschauen? Ich habe eigentlich immer eine ähnliche Herangehensweise. Also ich komme ja von Magazin, aus der Magazinbranche so ein bisschen, also nachdem ich da rausgeschmissen wurde bei diesem Grafikbüro, wo ich eben so layouten musste und so weiter, bin ich dann Gott sei Dank zu Neon Magazin gegangen und hatte da so eine Halbtagsstelle, also so ein, ich war eigentlich frei, ich konnte kommen und gehen, wenn ich wollte, aber da habe ich gelernt, wie man so mit Texten und redaktionell arbeitet und da auch von der anderen Seite das Ganze betrachtet und da habe ich angefangen, einfach so Ideen in Moodboards zusammenzufassen, sie textlich auch zu beschreiben und so mache ich das immer noch, dass ich dann immer mehr als nur eine Idee an Kunden schicke, an Magazine und die dürfen sich dann eigentlich eine aussuchen. Mit dem beschäftige ich mich auch schon länger, also mit dieser ganzen Ausbildungssituation an sich und dass dieses Herumspinnen, dieses Verrücktsein, dieses eben, wie du sagst, auch Spielen, mit Dingen zu spielen und sich auszuprobieren, Fehler zuzulassen, dass das ein bisschen so unter die Räder kommt. Technisch einfach war ich total unterqualifiziert für die Welt da draußen, aber so inhaltlich war ich eigentlich total toll vorbereitet, weil meine Aufgaben, die gestellt wurden, waren zum Beispiel also unmögliches Zeug, wie zum Beispiel Make Chess Sexy. Oder es war ein Professor, der hat gesagt, tell us something that you've never told anybody. Das finde ich auch eine Unverschämtheit eigentlich, ja. So vom Professor. Und ich werde ihn mit den gleichen Waffen schlagen und bin ich zum Unterricht erschienen und habe einen Kurierfahrer bestellt und der hat einen Brief ihm überreicht während dem Unterricht. Und alle durften zuschauen, wie er quietschrot wurde. Weil da stand, ich würde gern mit dir Sex haben. Ja. Würdest du dich schon auch als Künstlerin empfinden? Weil ich finde das ja auch ein schönes Wechselspiel zwischen diese Diskussion, kann Werbung Kunst sein oder Kunstwerbung? Ich finde natürlich, dass ich also so von meiner Herangehensweise künstlerisch arbeite. In dem Moment, wo ich Aufträge annehme und Probleme löse, was ich auch definitiv irgendwie einfacher finde, muss ich sagen, als im freien Raum mir selber meine Ideen auszudenken und durchzuziehen und dann auch so umzusetzen. In dem Moment bin ich eine ausführende, nicht ausführende Kraft, aber definitiv mehr eine Designerin oder Illustratorin als Künstlerin. So. Du hast dich ja dann auf ein anderes Spezialgebiet ein bisschen so auch fokussiert, neben diesen ganz klassischen Illustrationen. Du hast es ja mit Hermes auch gezeigt. Das sind diese Schaufensterdekorationen und Schaufensterkonzepte, die du malst. Aber was macht für dich tatsächlich so ein gutes Schaufenster aus? Ich glaube, dass der Image-Transfer so der wichtigere Moment ist. Also das Image und dass die Idee einen fängt und dass das toll umgesetzt ist. Durch dieses ganze diese Flut an Informationen in Städten finde ich ein reduziertes Fenster immer am schönsten. Gelingt dir das noch, das Team so zusammenzustellen, dass du das findest? Oder? Total. Das geht noch. Und ich glaube, das ist auch das A und das O, dass man irgendwie auch sich selber nicht so outdated, also dass man auch so frisch bleibt, hat viel damit zu tun, dass man so einen Einfluss, einen jüngeren Einfluss auch so zulässt und seine Türen so offen hält und Leute auch
reinlässt und auch großzügig ist mit allem, was man teilt, also nicht jetzt materiell, sondern auch so sein ganzes Wissen und seine ganzen Informationen und seine Kontakte, da bin ich, glaube ich, sehr großzügig und was ich dafür zurückbekomme, ist, dass wie dann auch junge Leute so Bock haben, bei mir zu arbeiten und das auch genießen. Bist du auch schon mal gescheitert, dass du sagst, irgendwas lässt sich nicht so umsetzen, wie es geht, oder hast du es gleich immer in kreative Energie umgewandelt? Nee, es passiert oft, und aber es passiert schon seltener vielleicht auch als früher. Das hilft natürlich, dass man das schon so 20 Jahre macht und dann relativ früh so Alarmsignale auftauchen, wenn ich merke, der Kunde ist irgendwie auf einem anderen Boot oder der hat andere Interessen. Und dann muss man halt irgendwie nochmal so an einer anderen Stelle oder einem anderen Zeitpunkt nochmal sich dran versuchen. Oder auch aufgeben und sagen, das ist halt auch einfach nicht meins, anstatt sich so abzuarbeiten. Wie viel Prozent deiner Arbeit ist echt operativ, Management, Bürokratie, E-Mails schreiben, und wie viel Prozent ist reine Kreation? Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es so 50-50, aber auch nur, weil ich an Sonntagen dann in Ruhe arbeiten kann und auch oft am Abend arbeite und dieses Flow-Gefühl auch leider einfach nicht mehr zu normalen Arbeitszeiten hinbekomme oder sehr selten. Ja, deswegen geht es dann immer so in die Berge, auf einsame Kuhfelder, um da zu arbeiten. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bleibt euch uns treu und bis zum nächsten Mal. Danke.